freundlich, nur schön langsam nach hinten, wirklich so, ohne großartig jetzt hier Wind und Schmutz aufzuwirbeln, damit uns nicht das Budget wegfliegt. Also. Ja, das über dir. Hier, ja, rauf da. Da bleibst du denn. So, verehrte Gäste, er lässt jetzt nicht nur die Rotorblätter drehen, sondern der Hubschrauber wird jetzt tatsächlich abheben. Wir demonstrieren jetzt mal einen Rettungseinsatz und simulieren die gesamte Rettungskette. So, der Pilot, der die Maschine fliegt, das ist Burkhard Pieper. Vorsichtig, da liegen Kabel. Nicht stolpern. So, dann pass auf, jetzt kommt er jetzt gleich wieder zurück. Und wir gehen jetzt mal rüber, nach rechts. Dort haben wir die grüne Wiese. Auf der grünen Wiese sehen wir Fahrzeuge. Und das ist jetzt ein simulierter Unfall. Und jetzt sehen wir das Zusammenspiel zwischen DRF, Deutscher Rettungsflugwacht, Feuerwehr und natürlich den Sanitätern. So, der Hubschrauber fliegt an. Sinn und Zweck der Übung ist, dass so schnell wie möglich ein Notarzt vor Ort ist, der die Erstversorgung übernimmt, bevor die Kollegen mit dem Krankenwagen dort vor Ort eintreffen. Sie sehen, der Pilot fliegt jetzt so dicht wie möglich an den Verunglückten heran. Und wird dort jetzt gleich den Notarzt setzen. Der Wittmann der Leiter der Station hier. Für Sie ist das ja Routine. Also wir wollen mal ganz kurz erklären, was jetzt so abläuft.
Straßen, wo die Schiene betrug, die Rechte ein, das Schiene aus, auf das Gerät der Kommandante. Bitte?
Mama? Guck. Justin, Justin, komm. Come on!
Ich auch nicht. Ist das 47 oder ist das der Polizeihubschrauber? Jawohl, also der Polizeihubschrauber, der wird jetzt wo niedergehen? Auf der Wiese oder hier vorne bei uns? Hier vorne bei uns. Hannes, kannst du hier bleiben? Also, der geht jetzt auf dem Landeplatz nieder, der eigentlich bestimmt ist für Christoph 47. Der ist ja im Einsatz. Nach Bergen geflogen, von Bergen nach Karlsburg und von Karlsburg dann in den scharfen Einsatz und bringt den Patienten in die Klinik hier nach Greifswald. So. Da sehen wir schon den Winker. Das ist der beliebteste Posten, den es überhaupt gibt hier. Und das ist der Polizeihubschrauber, der gerade seine Runde gedreht und landet hier. Landet wird. Ja, eine EC-135, der Polizeihubschrauber, eine hochmoderne Maschine. Genau, das ist, höre ich gerade von Burkhard Pieper, das Grundmuster, das er...